Es ist ja schon so ein bisschen der Wurm drin jetzt in den Aktienmärkten und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, für diese neue etwas seltsame Woche, die verkürzt ist, weil die Amerikaner am Freitag einen Feiertag haben. Hier eine kleine Vorausschau auf das, was in dieser Woche kommt. Und wir sehen, am Freitag feiern die Amerikaner ihren Unabhängigkeitstag vor, ist der 3. Juli, eigentlich ja 4. Juli, aber das ist ein Samstag und dann kommen wir in die seltsame Situation, dass wir am Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe haben, also die realen Arbeitsmarktdaten. Und wir haben gleichzeitig die Non-Farm Payrolls, also die getürkten Arbeitsmarktdaten, die zumindest das letzte Mal so ein bisschen sehr unsauber waren, um es mal vorsichtig zu formulieren. All das ist sehr eng an diesen Donnerstag oder sehr eng in diesen Donnerstag reingepackt. Davor haben wir ISM. Zahlen aus den USA und Sie sehen, dass ich mich wieder vor die Kamera wage, trotz einer alten Kriegsverletzung, die aber immer besser abheilt. Ist ja auch schon ein paar Tage her, der Zweite Weltkrieg, in dem ich ja lange schwer unterwegs war. Jedenfalls sehen wir, dass die Aktienmärkte jetzt nicht mehr so hurramäßig nach oben laufen. Die V-Erholung ist irgendwie vorbei und hier sehen wir möglicherweise ist einer der entscheidenden Faktoren oder sogar wahrscheinlicherweise einer der entscheidenden Faktoren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump die Wahl gewinnt, zumindest aus Sicht der Umfragen und damit auch aus Sicht der Märkte ein Stück weit zurückgeht. Und das würde bedeuten, wie hier zum Beispiel Charles Gasparino sagt, dass immer mehr Geldverwalter sich die Frage stellen, ja, was wird dann passieren, wenn Joe Biden wirklich diese Wahl gewinnen sollte? Geht dann die Party ungebrochen so weiter und die Wahrscheinlichkeit ist gering, denn das würde dann eher bedeuten, eine Umverteilung von bisher zur Wall Street hin, vielleicht weg von der Wall Street zur Main Street hin, also zu den eher normalen Leuten in Anführungszeichen. Es dürften dann eben solche Regularien wieder strenger werden. Wir dürften höhere Steuern sehen für Unternehmen. Also all das, was Trump ja gemacht hat, nämlich Aufweichung der Regulierung, Senkung der Unternehmenssteuer, das dürfte zurückgedreht werden und das wäre für die Märkte dann durchaus eine Problemche. Jetzt wird der Wahlkampf immer heißer. Trump versucht jetzt, und der Wahlkampf spielt jetzt eben für die Märkte schon eine immer größere Rolle, versucht jetzt Joe Biden als Gefahr darzustellen, so heißt es von Insidern der Trump-Kampagne. Das bedeutet, man versucht sozusagen zu zeigen, wie schädlich dieser Joe Biden ist. Nun hat aber Donald Trump selbst ja diesen Spitznamen Sleepy Joe Biden oder Sleepy Joe eingeführt, also verschlafener Joe. Und verschlafen ist jetzt nicht gerade ultra gefährlich, möchte man sagen. Also da hat die Trump-Kampagne doch ein kleines Problem, aber es wird jetzt sehr viel schmutzige Wäsche gewaschen werden in nächster Zeit. Wir sehen, dass Biden versuchen wird, sich auf die durchaus fragwürdige oder durchaus kritisierbare Handhabung der Corona-Krise in den USA durch die Trump-Administration zu fokussieren. Das war ja das große Thema in der letzten Woche, diese stetig ansteigenden Zahlen, etwa aus den südlichen Bundesstaaten wie Florida, wie Texas, wie Arizona. Das hat hier die Stimmung der Aktienmärkte durchaus verhagelt und wir sehen insgesamt haben wir zum Beispiel jetzt am Samstag den Tag mit der höchsten Zahl gehabt, weltweit gesehen jetzt, was Corona-Infizierungen betrifft. Natürlich immer schwer zu sagen, wie viel hat mit den Tests zu tun, was steckt wirklich hinter der Zahl, was steckt hinter den Todeszahlen, gar keine Frage, aber es zeigt, wir haben nach wie vor ein Problem, zumindest viele Teile der Welt haben nach wie vor ein Problem und das schien ja schon so ein bisschen runtergekocht, als man sich gesagt hat, okay, wir haben die ganze Geschichte hinter uns und jetzt ist Sommer und wir haben die Geschichte immer noch nicht hinter uns, das belastet die Märkte. Und da trifft man jetzt auf eine Situation, wo die Differenz zwischen den Gewinnerwartungen, die kein V einpreisen, das ist diese gelbe Linie unten, und den Kursen, die längst ein V eingepreist haben, natürlich immer größer wird. Ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt. Nun sagen viele, ja, die Märkte schauen voraus. Die Aktienmärkte haben eine geradezu großartige Geschichte der Vorausschau, wie zum Beispiel jetzt kürzlich, als man eben auch auf die sinkenden Gewinnerwartungen, hier die blaue Linie, dunkelblaue Linie, nicht wirklich reagiert hat, sondern einfach erstmal weitergemacht hat. Bums, dann musste man aber im Zuge der Corona-Krise auf dem Hochpunkt im März eben dann zumindest diese Gewinnerwartungen wieder so ein bisschen matchen, musste man sich da wieder
ein bisschen konfigurieren. Jetzt sind wir wieder sehr weit nach oben gelaufen. Die Gewinnerwartungen sind weitergefallen und bald geht es ja los. In der nächsten Woche kommen die Zahlen der US-Banken. Dann wird es lustig. Einer der entscheidenden Treiber waren ja die Buybacks und die funktionieren derzeit nur noch im Tech-Sektor, wie wir hier sehen. Die anderen, also die Aktienrückkäufe, die anderen sind kaum mehr am Start, wie wir hier in dieser Grafik sehen. Das heißt, ein zentraler Treiber entfällt so ein bisschen die Aktienrückkäufe. Und jetzt sehen wir die Situation, dass seit Mitte Mai die europäischen Märkte sogar besser laufen als die US-Märkte. Und das ist vielleicht auch gar kein Zufall, denn es ist ja schlichtweg so, dass in Europa diese Corona-Thematik doch ziemlich runtergekocht ist, während sie in den USA nach wie vor eben sehr stark hochkocht, wo man jetzt überlegen muss, einzelne Bereiche wieder zu schließen. Das ist in Europa eher nicht der Fall. Und natürlich das Problem, das die Märkte haben, ist, dass die Fed-Bilanz jetzt 2 Wochen in Folge rückläufig war. In der Vorwoche ein bisschen klitzekleine rückläufig, vor 2 Wochen etwas deutlicher rückläufig. Aber es kommt eben keine Unterstützung mehr seitens der Fed. Und das ist das, was die Märkte ja hauptsächlich nach oben getrieben hat. Das ist das, was erklärt, warum wir trotz weiter sinkenden Erwartungen an die Unternehmensgewinne eben an den Aktienmärkten weiter nach oben gegangen sind. Aber es ist ein großes Problem nach meiner Auffassung für die Märkte, dass die Banken nicht mitziehen. Es gab ja in der letzten Woche da diese Lockerung der Volcker Rule. Die Banken, US-Bankenwerte sind gestiegen. Dann aber das praktisch autoritäre Verbot, hier Dividenden zu erhöhen, Buybacks zu tätigen für die Banken seitens der Fed. Und dann war Schluss mit lustig. Seitdem sehen wir, dass die Renditen für Staatsanleihen fallen. Hier unten die 2-jährige US-Staatsanleihe jetzt unter einem sehr kritischen Support, kritische Unterstützung. Und auch die Banken, die ziehen nicht mit. Und wie kann ein Markt sich wirklich erholen, wenn das Herz dieses Marktes, nämlich das Verteilungssystem von Geld, die Banken, wenn die nicht mitziehen, dann wird es schwierig. Wir sehen dementsprechend auch schon ein bisschen einen Stressindikator hier, St. Louis Fed Financial Stress Index, der ein bisschen angesprungen ist. Kaum sind die Märkte hier ein bisschen runtergekommen. Wir sehen, dass das Volumen, das am Nasdaq gehandelt wird, in Relation zum S&P 500 massiv nach oben gegangen ist. Wir haben also diese Tech-Euphorie, die geradezu gigantisch ist. 4 Standardabweichungen sind wir jetzt über dem Normal in Relation Nasdaq zum S&P 500. Was die Performance betrifft, gab es zuletzt auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase. Und das alles jetzt in einer Situation, wo Facebook zumindest schon mal Ärger kriegt. Der ganze Aktienmarkt basiert im Grunde auf diesen großen Tech-Werten. Und wenn diese Tech-Werte Schwierigkeiten kriegen, dann kriegen auch die Märkte Schwierigkeiten. Wir sehen hier Facebook jetzt Boykott durch große Firmen wie Unilever, Verizon, Honda und wie sie alle heißen, weil man sagt, ja, die unterbinden bestimmte Hassbotschaften nicht, wie auch immer. Jedenfalls sehen wir, dass das die Märkte belastet. Ein Hoffnungsschimmer ist das, was aus China jetzt kommt. Vaccine, also der Impfstoff. Jetzt hier natürlich seitens der Chinesen wäre für die Amerikaner ja der Super-GAU, wenn es den Chinesen gelingen würde, diesen Impfstoff zu entwickeln und nicht den Amerikanern. Das wäre geradezu desaströs und wir sehen jetzt die erste Pleite mit Chesapeake Energy, die jetzt ein großer Fracker, ein Pionier des US-Frackings, der jetzt pleite gegangen ist, wäre wahrscheinlich auch ohne Corona pleite gegangen, ist aber mit Corona noch pleitiger als ohnehin schon. Dementsprechend wird das hier relevant. Das wollte ich nicht zeigen, sondern ich wollte hier die Charts zeigen. Und startend, meine Damen und Herren, und da verschiebe ich mich wieder ganz elegant auf die andere Seite, startend mit dem DAX 11.996. Man ist also jetzt an diesem Bereich der 12.000er Marke. Wir sehen diese starke Erholung und jetzt dieses Abebben, es wird schwieriger. Das gilt eben auch jetzt für die US-Märkte. Wir haben hier zum Beispiel den Nasdaq 100. 9.840, noch ist nicht viel auf der Unterseite passiert, aber das Aufwärtsmomentum ist eben so ein bisschen weg. Schauen wir uns noch den S&P 500 an, 3.016, wir haben Gold, das seinen Siegeszug momentan nicht so direkt fortsetzen kann, 1.771, wir haben Euro-Dollar bei 1.1256, kann wieder zulegen und das amerikanische Crude Oil, das ist bei 37,75 $. Also, es wird auch in dieser Woche schwer, es wird volatil werden. Der Wahlkampf in den USA spielt eine Rolle. Wir haben jetzt vielleicht nochmal Window Dressing zum Ende des Monats hin. Wir haben dann wahrscheinlich, dass die Analysten langsam spitz kriegen, was die Unternehmen wirklich
Ihnen erzählen über das zweite Quartal. Da können die, Unternehmen jetzt nicht mehr sagen, wir machen mal keinen Ausblick, das wissen wir halt nicht, sondern da muss jetzt mal was Konkretes kommen. Und das wird jetzt eine wirklich spannende Zeit in dieser verkürzten Woche. Der DAX hört am Freitag ja auf, aber ohne die Amis ist das ja praktisch eine Veranstaltung, die man boykottieren kann. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Ihnen Servus und Ciao.